Und wir haben ja bei der Anja, die haben ja ab dem 20. Lebensmonat gespritzt, also das war schon Umstellung. Ich habe mich auch selber spritzen lassen am Anfang, damit ich überhaupt einmal ein Gefühl dafür kriege, wie das ist, dass man Spritze bekommt, weil wir haben es, wie gesagt, alle nicht. Ich hoffe für die Familie, dass die Anja die Einzige bleibt, muss ich auch dazu sagen, dass die Ältere nicht erwischt. Und was mir also ganz extrem gestört hat, das war das, was Sie auch ein paar Mal gesagt haben mit der Disziplin. Ein kleines Kind mit 20 Monaten zu disziplinieren, ist schon unheimlich schwierig. Und es bleibt ja nicht bei ihr, es bleibt ja eben auch, dann geht er dann nahtlos über zur Tochter, also zur anderen Tochter, zur Schwester. Und wir haben eben damals, heute haben wir ja die Nährwertanalysen alle, bei ihrem Sohn war es ja nochmal was anderes, die Ernährung war ja noch nicht freigegeben. Also ich habe ja damals ziemlich viele Firmen antelefoniert, angeschrieben, dass man die Nährwertanalysen kriegt. Und da war eben die Spätmahlzeit für die Anja und für die Carina war eben dann ein Überraschungsei. Das hatte genau eine Proteineinheit.